Wieder hier im Hypnosezustand von Dr. David Styles. Manchmal ist es schwer, da oben reinzugucken. Ich gucke mich dann irgendwie selber hier an im Kamerabild. Ja, wir sind immer noch mit in der Hypnose von Dr. David Styles, weil er möchte gerne wissen, was an dem Tag zuvor geschah, bevor Laura starb. Daran kann er sich irgendwie gar nicht mehr erinnern. Das hat uns, glaube ich, so traumamäßig, dass man da gar nichts mehr weiß. Und ja, wir wurden gefragt, was wir, glaube ich, nach der Vorlesung gemacht haben. Und ich glaube, da hatten wir eine Sprechstunde drin gehabt. Ich hatte Sprechstunde. Da ist etwas. Ich habe ein ungutes Gefühl. Atme tief ein. Das ist nur eine Erinnerung und nicht die Realität. Versuche, die Sache als Unbeteiligter zu sehen. Da ist jemand an der Tür. Du musst nicht weitermachen. Doch, doch, ich habe gesagt. Herein. Man kann die nicht erkennen, die Person, ne? Heike, träume auch mal. Ja, was kann ich für Sie tun? Ist eine Frau. Aha. Wer ist es? Ich kann nur einen Umriss erkennen, einen groben Umriss. Ein Student? Ich glaube ja. Ich denke mal, so auf jeden Fall eine Frau. Übrigens, ich mache ja sonst immer diesen Cutscenes, mein Kamerabild weg, dass ihr halt das in voller Pracht genießen könnt. Aber ich finde hier gerade bei diesem Hypnose-Ding, das ist so viel hin und her, das glaube ich, das wäre dann nur störend, wenn dann dauernd die Kamera drin ist, wieder raus, wieder drin, wieder raus. Deswegen lasse ich einfach mal mein Bild da oben drin. Müsste ich im vorherigen Part eigentlich gemacht haben. Das ist immer lustig, wenn man über Sachen redet, die nur einem passiert sind, weil ich ja immer viel hintereinander aufnehme. Aber ich glaube mal, das passt dann schon so, ne? Kriegen wir schon hin. So, auf jeden Fall war die Person weiblich. Weiblich. Die Person war weiblich. Gut. Bleib entspannt. Da stand also eine Studentin in deinem Sprechzimmer und sagte: Ich bin Dr. Styles. Was wollen Sie? Ach so, ich dachte, du sagst sie. Ich habe Ihren Artikel gelesen. Ich habe diese Fähigkeit. Oh, und welche? Können Sie sich auf den Mars teleportieren? Ich dachte, Sie könnten mir helfen. Sie sind der Einzige, der mich verstehen würde. Gut. Tja, offensichtlich ist dem nicht so. War mir ein Vergnügen, Sie können gehen. Oh, war ja, der hat seine schlechte Laune an ihr ausgelassen. Alter. Was war das denn? David, ist alles in Ordnung? Oh mein Gott, ich dachte, das sei nur ein Scherz gewesen. Laura, sie hat sich daran erinnert. Laura? Was redest du da? Was hat es mit dieser Studentin auf sich? Das kann ich dir nicht erklären. Danke für deine Hilfe. Aber David. Glaube, die Studentin wollte ihm erklären, dass sie Telekinese kann, glaube ich. So klang das für mich, dass sie diese Fähigkeit hat, Telekinese vielleicht Sachen so zu veranlassen. Also irgendwas in Brand zu stecken oder irgendwie so. Und da David vorher halt in der Vorlesung, was heißt hier mobbt? Also. War jemand schnippisch und das fand er nicht so gut, schlechte Laune war, kam die da wirklich sehr, sehr unrecht in dem Moment und er hat sie nicht ernst genommen. Tja, und nu? Laura. Was? Er meinte gerade, Laura wusste, was los war. Die konnte sich dran erinnern. An was denn? Also, wie. Ih, da hängt ja eine Spinne. Sie geht's erst. Ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Da steht immer noch Impo. Impotent. Nee, das willst du bestimmt nicht sagen. Mein liebster David, ich möchte dir sagen, dass du impotent bist. Oh Gott. Nee. Ich weiß es einfach nicht, was hier schon wieder los ist. Oh, was ich weiß, ist, dass ich mich mal ganz kurz anders hinsetzen muss. Oh, so. Muss ehrlich sagen, gerade bei Grey Matter fällt mir das auf. Da sitze ich eigentlich nur hier und habe meine rechte Hand auf der Maus. Und mehr mache ich ja eigentlich nicht.
dass das wirklich ein anderes Sitzen ist, als wäre ich jetzt auf WASD und irgendwie so zocken würde. Ist total komisch. Ich weiß auch nicht. Irgendwie sogar anstrengend, so zu sitzen. Wirklich sehr kurios. Weil, wenn ich sonst Point-and-Click spiele, wo ich halt nur mit der Maus rumfuchte, dann sitze ich ganz anders da. Da sitze ich sehr verquer, aber halt für mich bequem in dem Moment. Also könnte ich mich jetzt hier niemals hinsetzen. Das Hallo? Würde ja sonst wie aussehen. Alles in Ordnung? Ja, danke. Okay. Ah, mit Mrs. Dalton reden. Na, gerne doch. Sam. Haben Sie Samantha irgendwo gesehen? Ich muss mit ihr reden. Nein. Entschuldigung. Wahrscheinlich ist sie in Oxford. Warum ist sie nie da, wenn man sie dringend braucht? Sie müssen gar nicht so komisch gucken. Ich bezahle sie schließlich, oder? Ich habe nichts gesagt. Sie waren ja heute ganz schön viel unterwegs. Übertreiben Sie es nicht. Sie sehen ja, dass das Ihnen nicht gut tut. Und seit Sam im Haus ist und diese Dinge passieren. Ich habe nicht vor, mir das zur Gewohnheit zu machen. Okay. Na, dann ruf Sam noch an, du Trottel. Mann. Aber Miss Deutens Lieblingssatz ist auch, ich habe nichts gesagt. Ich muss jetzt nicht telefonieren. Nicht? Können wir jetzt nach Oxford? Nee. Der Timmins Park ist aber immer noch silbernig. Silbernig? Was sage ich hier? Silberig. Silbernig, hm? Voll silbernig. Gott. Was tun wir jetzt? Was sollen wir hier? Sam ist ja nicht da. Also, ich würde Sam anrufen an deiner Stelle. Uschi. Moment. Guck mal hier. Was ist an dem Tag zuvor geschehen? Das Experiment und Bonus. Wir sind ja auch schon fast wieder fertig mit dem Kapitel. Versteh ich nicht. Was wir hier tun müssen. Da ist immer noch keine Laura. Und das Kleid ist bestimmt immer noch weg. Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, was wir hier machen können. Balkontüren. Der Balkon zum hinteren Garten. Ich habe ihn nicht benutzt, seit Laura von uns gegangen ist. Wie war Davids Tagebuch? Ich habe nicht vor, mir das zur Gewohnheit zu machen. Ach so, das sind Dialoge, aha. Ich weiß gar nicht, warum ich den Geldbeutel immer mit mir herumschleppe. Ich verlasse fast nie das Anwesen. Oh, Entschuldigung, wir haben irgendwie ein Kloß im Hals, weiß auch nicht. Das Wetter ist aber auch lustig. Erst grottenheiß, dann total kalt. Da kein Wunder, wenn er die Gesundheit ein bisschen durcheinander gerät. Was ist denn schon wieder los hier? Ich weiß es nicht. Was soll ich denn machen? Weiß nicht. Ich meine, so viele Möglichkeiten gibt's ja auch nicht. Hier was zu machen, weil mit David kann man nicht wirklich irgendwo hingehen. Der Turm wurde nur zur Zierde gebaut. Er steht seit Jahren leer. Aha. Ja, das wussten wir ja auch schon. Garage. Er hat ja gemeint, Laura wusste oder konnte sich dran erinnern. Woran denn? Und wie kriegen wir das raus? Das ist Sams Motorrad, das ist das Auto, das sind Bilder. Zu den Sachen sagt er doch nichts. Mrs. Dalton kümmert sich zwar. Nee. Versteht schon wieder nicht. Ach, Moment, wir haben ja nicht nur das Privatlabor, wir haben ja noch das Hauptlabor. Gehen wir einfach mal dahin. Was sind das hier eigentlich? Gut. Nur ein Schalter, den wir nicht drücken können. Gehen wir mal ins Hauptlabor. Vielleicht. Oh, ich muss mir auf jeden Fall nach dieser Aufnahme Tee machen. Sonst hätte ich in der nächsten Aufnahme gar... Nee, da wollte ich... Nein! David, na und dann? Gar keine Stimme mehr in der nächsten Aufnahme. Hauptlabor. So, jetzt gucken wir mal hier. Was ist denn da? Buch. Im Moment wüsste ich nicht...
Okay, da nicht. Da hinten, hier? Aktenschrank? Jetzt stolpere ich nicht mehr über Aktenberge, wenn ich hier durchgehe. Das ist wirklich eine Erleichterung. Ja, dank Sam, mein Lieber, dank Sam. Super, hier ist doch nichts zum Gucken. Funktioniert schon irgendwie mit der Leertaste nicht. Betten, Betten, einfach nur Betten, 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 Betten. Gehen wir wieder raus hier. Die trinkt man einen Schluck. Oh, das ist gerade wirklich... Ja, ich will schon wieder nicht, was hier los ist. Manchmal ist es aber auch verzwickt, diese Lage. Und wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Die Kamera. Im Moment will ich kein neues Video machen. Aber ich sollte mir mal das Material ansehen, das ich schon auf meinem Computer habe. Oh, Entschuldigung. Wie, schon wieder? Guck dir nochmal den Terminplan an, Uschi. Ich kann mich an ein... Aber falls etwas... Wenn ja, kann... Ja, nee. Guck mal nochmal auf den Computer. Eigene Dateien. Videos. Nach wie vor erscheint Laura hier im Haus. Nee, das haben wir uns ja schon alt angeguckt hier. Diese blöde Foto. Drucken. Garys Image-Shop immer noch schön. Nee. Ein Scanner. Wow! Jetzt kann ich nicht. Na, dann lass es. Ich weiß wirklich nicht. Der Arbeitstisch. Was müssen wir denn schon wieder machen? Info. Der Dialog in der... Info, Info, Info. Mann. So, hier unten können wir anscheinend nichts mehr machen. So viel können wir doch. Wir können ja mal im Speisesaal gehen. Ich glaube kaum, dass wir da irgendwas finden werden. Laura hat es geliebt, Dinnerpart. Das hatten wir ja schon alle. Schrank mit Stereoanlage. Da waren wir da auch schon dran. Damit ist das Scarlet Fury CD her. Nee. Laura's. So, und die Bilder können wir uns auch schon gar nicht mehr angucken. Ist Traum. Ist ein Traum hier. Ein Träumchen. So, hier. Huch. Tür zum Sprechzimmer. Können wir da mal durch? Das ist mein altes Sprechzimmer. Da drinnen ist nichts, was ich brauche. Na, supi. Diplome. Die Patienten, der Geldbeutel. Das waren die Bilder hier, die nichts bringen. Das sind die Diplome. Laura war stolz auf meine Diplome. Deswegen habe ich sie behalten. Schön, David, schön. Schön traurig. Ach, Mann. Ruf doch einfach Sam an, du Idiot. Sams Zimmer. Wahrscheinlich ist sie nicht da. Wie immer. Naja, willst du erst rummeckern und sagen, wird sie diese Göre los haben und jetzt beschwerst du dich, dass diese Göre nicht da ist. Schminktisch, Bett. Hier ist doch nichts. Frag mich, Bettstuhl, Stuhl, Spiegel. Da muss doch irgendwas sein, was uns weiterhilft. Laura hat es sich immer so gerne auf diesem Stuhl gemütlich gemacht und gelesen. Besonders in stürmischen Nächten. Laura hat vor dem Schlafengehen immer ihre Haare gebürstet.
Im Bad? Ist im Bad irgendwas los? Nicht wirklich, ne? Sind immer noch die gleichen Dinge wie vorher. Dusche, 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 Dusche. Echt? Ja, zum Ernst. Aber wir haben doch versucht, Sam anzurufen. Oder sägt das schon wieder falsch? Da, Telefon. Ich muss jetzt nicht. Hallo? Ja, danke. Nee, Miss Dalton will nicht mit uns reden. Was haben wir denn da noch alles? Da ist der. Nee. Eine Visitenkarte von. Nee. Ja, ich weiß es nicht. Was schon wieder los ist. Hier bringt es aber auch nicht viel weiter, oder? Aber es ist noch Silber. Silber nicht. Das heißt ja an sich, dass hier noch irgendwas sein muss, oder? Nur was? Hier ist eine Bank. Nee, das hatten wir ja alles schon. Ich glaube nicht, dass ich mich... Ja, ich weiß, junger Herr. Lake. Beim Brunnen war noch nichts, ne? Vielleicht kriegt er irgendwo noch ein Flashback und kann sich dran erinnern an, was Laura gesagt hat, aber das wäre auch völlig sinnfrei. Mein Zwerghäschen rastet aus. Ich könnte hier schon. Laura hat diesen. Wir haben stundenlang. Schon wieder ausrasten. Was soll ich denn machen? Das ist ja schrecklich. Wirklich schrecklich. Der Typus, der kann uns ohnehin mehr helfen. Oh, wisst ihr, ey, das ist grandios. Das ist wirklich grandios. So kann man auch ein Let's Play verlängern. Indem man keine Ahnung hat, was man zu... Oh, was ist denn das? Diese Schnitzereien sagen mir nichts und bringen mich mit Laura. Vielleicht konnten wir uns ja irgendwie noch irgendwo bewegen. Und haben deswegen was übersehen. Wo guckt er denn jetzt hin? Aber das haben wir ja schon gesehen gehabt. Da geht's zum Brunnen und das hat man schon gesehen. Da hat er sogar ein Flashback bekommen. Für einen kurzen Moment habe ich mich wieder daran... Sehr schön, David, sehr schön. Dann mal auf diese Art und Weise gucken. Aber ich glaube, hier können wir uns nicht so bewegen. So freizügig nach links und nach rechts. Oder doch? Aha! Das ist der Park mit den Gardenien. Okay, warte mal, dann möchte ich das nochmal hier machen. Okay. Hier funktioniert es aber nicht, ne? Nee. Na, warte, dann, Gardenien. Geh mal zu dem Park mit Gardenien. Steht immer Uschi-Bert hier noch rum? Ne, hier kann man aber nicht so latschen, ne? Pflasterweg? Geht's denn dahin? Da ist der Spielplatz, ne? Pflasterweg. Wo war denn jetzt der Pflasterweg? Da unten. Ach, da geht man nach unten? Wieso durch so einen Tunnel? Hm, seltsam. Und schön, dass der Park gleich zu Ende ist und ich schon wieder hier nicht weiß, was ich machen soll. Kacke. Oh, David, beweg mal deinen... Ne? Und so. Wisst ihr, was ich meine?
Ey, nee, keine Ahnung. Oh, jetzt ist es auch ausgegraut. Ist natürlich schön. Ey, ganz im Ernst, ich hab keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Zur Hölle. Ich verstehe nicht. Ruf doch einfach Sam an, bitte. Ich muss jetzt nicht telefonieren. Das ist natürlich schade. Hilfe, ich will nicht weit. Nee, das war falsch. Was hat denn jetzt angeklickt? Aha, interessant. Keine Ahnung, das ist gerade schon wieder... Das ist gerade schon wieder herrlich. Ich hoffe, im nächsten Part finden wir heraus, wo wir lang müssen. Also an sich kann es ja nur irgendwas hier im Haus sein. Mit irgendeinem Triggerpunkt, den wir nicht gefunden haben. Ah, regt mich schon wieder auf. Schrecklich. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und das schaffen wir im nächsten Part weiterzukommen. Bis dann.